Hallo, liebe Fußballfreunde. Eine große Info. Und erst sagen, meine Verein von RSFC Kaiserslautern und auch noch offener Lebenshilfe wollen euch Danke sagen, wenn immer wieder wir hingehen und Kaiserslautern spiele teilweise. Ich finde Kaiserslautern richtig geiler Verein. Geilste, coolste Stimmung, was es geben kann. Aber sehe ich auch, dass nie richtig ausgekauft ist. Das ist irgendwie dummerweise, dass Leute verarschen, dass es ausgekauft ist, ist aber nicht ausgekauft. Das finde ich schade. Stadionsprecher Beispiel sagt, dass es ausgekauft ist. Ich gucke überall hin, dass wirklich ausgekauft sind. Aber geben so viele freie Plätze geben. Na gut, von Westkurve, von Stehplätze. Stehplätze Beispiel ist immer ausgekauft, ja. Aber geben auch ein paar Sachen von Westkurve. Mitmachen von Stimmung. Stimmung ist immer A und O. Er selbst bekannt von davon. Und bitte mach weiter Stimmung. Nie aufhören. Ich sehe ja, ein paar Leuten keine Stimmung macht, dass so faul sind. Gibt mir welche, wie sag ich mal, komische Leuten, dass keine Stimmung macht. Und wollte ich euch nur sagen, klar, Stereo-Vlogs ist gut, aber hören nicht in die Westkurve. Bitte, wenn euch Westkurve hat Karten, Handys weg, Kameras weg. Das nur rundum, nur Kaiserslautern Stimmung machen. Das Umkragen von unseren Spielern. Dann kann auch teilweise Tore, wenn es verliert, mach nichts, beziert mal. 3, 4, 5 Mal verlieren, beziert. Klar, dass es auch ein bisschen zu viel ist, das weiß ich auch. Aber das Kaiserslautern, ich sehe es ja, dass ausgekauft ist oder nicht. Aber von Stadionsprecher sagt, dass ausgekauft ist. Stimmt nicht. Ist nicht ausgekauft. Na gut. Es auch viele Fans geben von Kaiserslautern. Ich weiß auch, viele Fans von Auswärtsblock geben. Über 5.000. 5.000 Auswärtsfans kommt. Und da dieses Zeitpunkt, ich sehe es ja von auch Auswärtsblocks. Klar, von Schalke, HSV, Hertha BSC Berlin, teilweise geben wenig Plätze von Auswärtsblock. 5.000. Warum machen andere Vereine nicht richtig voll machen?
brauchen. Ist doch schön, dass ausgekauft wird. Das ist schön, dass mehr Leute kommt. Von Auswärtsfans. Von eurer Himmelsmannschaft, das kommt in Betteberg, kommt. Hinterpfalz, Kaiserslautern ist eine Wucht. Kaiserslautern ist Leidenschaft. Ich kann nicht mehr reden, Entschuldigung. Kampf, Wille und Leidenschaft ist Kaiserslautern, da drin ist eure Herzen drin. Aber so aussieht es auch vor diese Tanz mitmachen von Fußballspieler. Ich weiß gar nicht, was genau los ist. Aber guck mal, von Kaiserslautern, guck mal von eurer Tabelleplatz an. Langsam muss ich echt anstrengen. Das war komisch auswärts. Braunschweig gegen Kaiserslautern. Was war das denn? Ich weiß, Braunschweig ist ein bisschen ekelhaft. Ekelhafte Mannschaft ist, das weiß ich. Dass unser Wagen gebissen hat. Wie ein Maus. Katze gegen Hund. Katze gegen Maus. Die ist wie von diesen Spiele. Maus und Katze. Wie Braunschweig. Andere kleine Clubs. Wie in Wiesbaden. Braunschweig, wie in Wiesbaden, Elversberg. Das ist diese Mäusen. Maus und Katze ist das. Immer wieder hochpushen. Beide sollen sich hochpushen. Deswegen wird es auch immer schwerer. Vor Kaiserslautern. Jetzt sage ich mal, viel Spaß mit diesem Video. Und Grüße Bettina. Gange von Offline Lebenshilfe und mein Kanal mehr Werbung machen und mehr Leute mich abonnieren will oder kann. Und ja, habe ich auch meinen Kanal auf. Nochmal. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit oft das gemacht. Das heißt, ich mache von meinem Kanal. Klar, von Paul Stock mache ich weiterhin diese Video von dieser Serie. Das ist meine Familie. Und das ist auch meine Himmelsspieler. Das werde ich das aufnehmen. Von Startelf von Paul Stock. Und werde ich auch mehr aufnehmen über Kaiserslautern. Und plus Freundschaft auch noch von 68 München. Oder Werder Bremen oder keine Ahnung. Und nichts, Latz. Und einer. Gab nichts, das heißt. Das auch Fanfreundschaft ist von Kaiserslautern. Ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, aber jedenfalls. Ich wollte euch nur alle sagen, Dankeschön, 500 Abonnenten oder noch mehr. Dankeschön. Und Grüße hau ich raus von Paul Stock und Bettina Nilles.